Einen wunderschönen Halloween-Morgen wünsche ich euch. Ja, wir haben hier zu dritt ein bisschen rumgesessen und ein bisschen für uns gefeiert. War ganz schön. Ja, aber wir haben heute einiges zu tun. Ich denke mal, Gage lassen wir hier, den nehmen wir jetzt nicht mit. Der hat hier einen ganz guten Platz. Ich denke auch, dass der hier bleiben wird. Vielleicht mache ich ihn hier auch so ein Schrein und so. Also ich baue hier noch ein bisschen was für ihn. Ich weiß nicht, ob seine Leiche irgendwann verschwindet, wie schnell die verrottet in diesem Spiel. Vielleicht haben wir Glück und die bleibt hier ein bisschen. Und wir können ein bisschen was hier für ihn bauen. Dass er es hier schön hat, ne? Gut, aber Kate und ich, wir reisen jetzt zurück nach Nuka World, weil da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Gerade heute an Halloween haben wir da etwas ganz Spezielles vor. Ja, ja. Wir haben uns die Aufgabe letztens schon markiert. Wir möchten zum Grandchester Mystery Anwesen. Wir möchten das untersuchen. Ja, wir zeigen uns das mal auf der Karte an. Macht er nicht? Okay, cool. wo ist es denn? Da ist es. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Wir können ja von wo gehen wir denn? Von hier gehen wir hin. Warum zeigt ihr uns das denn nicht auf der Karte an? Das ist ja weird. Moment. Ich will es mal testen. Ha. Na gut. Nicht schlimm. Wir wissen, dass es hier unten ist. Wir gehen von dem Gut Dunmore dahin. Guten Tag. Wenn du handeln willst, frag meinen Mann. Ansonsten ja, nö. Runter von unserem Land. Ja, ja. Hier, wir hatten das schon mal gesehen. Wir sind da nur noch nicht hingegangen. Oh, da hinten ist die Todeskralle. Wow! Wow! Wow, 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 wow. Oh, legendär. Ja, frage ich mich gerade auch. Ist das ein Witz? Warum ist sie denn so stark? Oh, das hat sicher wehgetan. Wahrscheinlich schon. Sie hat ihre Standardwaffe. Egal. Passt schon. Wir sehen zwei. Wollen wir die Todeskralle killen? Mit wem bekämpft die denn da? Ich wollte ja eigentlich jetzt mich nicht ablenken lassen, ne? Ha, wollen wir uns da einmischen? Ihr wollt, dass ich mich da einmische, oder? Oh, die Todeskralle ist schon hin. Vielleicht muss ich mich gar nicht einmischen. So wie es aussieht, töten die sich alle gegenseitig hier. Oh, es kommt zu mir. Yay! Ach, guck mal hier. Wow. Totenkopf, Red Skorpion. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo denn? Ich sehe den nicht. Hä? Wird hier wieder rumgebackt oder was? Aua! Wo siehst du denn da was? Ich sehe hier nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Moment, ich nehme mal eben ein Stimpack. Wenn er jetzt irgendwo rausgegraben kommt. Hä? Ist das der hier? Nee, der ist tot. Da ist irgendwo einer, den ich nicht sehen kann. Und hier schießt Kate auch hin. Jetzt ist er hier. Okay, keine Ahnung, das ist wieder, es backt wieder rum. Auf jeden Fall liegen hier ein paar Rudelleudis. Interessant. Und ich habe ein bisschen Munition für den Problemlöser. Hervorragend. Flauschige Hose. Der Test? Ach so, ja, der Test. Das ist, wir wissen, was hier ist. Deswegen die Todeskralle auch.
und so. Gut, lass mal gehen. Irgendwas ist hier wieder komisch. Komm, Kate. Der Red Skorpion ist hier irgendwo verbuggt drin. Wir wollten eh gar nicht sowas machen. Wir lassen uns wieder viel zu schnell ablenken. So. Gut, wir wollten nämlich hierhin. Franchester Mystery Anwesen. Jetzt ballert die da noch weiter rum. Ist natürlich ärgerlich. Auch mit der Musik. Das hört jetzt irgendwie nicht auf. Ich möchte mir das aber mal von vorne angucken hier. Wenn ich kann. Hübsch. Jetzt hört die Musik auf. Hervorragend. So. Gut. Ich denke mal, Kate wird schon noch kommen. Kommt mir vor, als hätte ich den Laufpass gekriegt. Süß. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber der Spruch war echt geil. Ja gut, ich freue mich drauf. Ich hab echt Bock. Hallo. Kommen Sie und erleben Sie die Schrecken des Grinchester Mystery Anwesens. Wieso hat die kleine Lucy ihre Eltern auf so grausame Weise ermordet? Das ist ein Geheimnis. Sehen Sie, wo sie ihre Bluttat begangen hat. Bewundern Sie die animatronischen Modelle. Sehen Sie die Küche, wo ihre Mutter voller Liebe die Mahlzeiten zubereitete. Sehen Sie die Blutspuren, die sich nicht entfernen lassen. Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. Beim Bau dieser Attraktion wurden keine Tiere verletzt. Grinchester Mystery Mansion Incorporated übernimmt keine Haftung für die gesundheitlichen Risiken dieser Attraktion. Darunter fallen unter anderem Herzinfarkt, Schlaganfall, Ohnmachtschnitte und Prellungen. Kommen Sie und erleben Sie die Schrecken des Grinchester Mystery Anwesens. Wieso hat die kleine Lucy ihre Eltern auf so grausame Weise... Redet ihr jetzt von Anfang? Hallo? Tickets bitte. Okay. Sehen Sie. Okay, der labert die ganze Zeit. Ich dachte, der hört irgendwann auf und dann kommen wir in einen Dialog, aber ich habe kein Ticket. Ein Ticket kaufen. Mitarbeiterrabatt. Was ist das für ein Ort? Ich frage erstmal, was ist das für ein Ort? Wahrscheinlich fängt er wieder an. Sehen Sie. Aber wir fragen mal. Wo bin ich hier? Willkommen im Grinchester Mystery Anwesen. Hier erfahren Sie alles über Lucy und wie sie ihre Eltern grausam ermordet hat. Sehen Sie, wo sie gefrühstückt hat. Sehen Sie das Bett, in dem sie schlief. Sehen Sie die Böden, über die sie gelaufen ist. All das für nur $65. Was? Sehen Sie? Ich krieg einen Mitarbeiterrabatt, natürlich. Ich bin ein Mitarbeiter. Ich komme umsonst rein. Viel Spaß bei Ihrem Besuch im Grinchester Mystery Anwesen. Es ist verboten, die animatronischen Modelle zu treten oder zu besprühen. Sehen Sie. Sehen Sie. Das werden wir sehen, ob wir das tun. Wir gucken uns hier draußen vielleicht gleich um. Ich gehe jetzt erstmal direkt rein. Ich bin nämlich gespannt. Sehen Sie. Oh Gott. Sehen Sie. Die Geschichte des Grinchester Mystery Anwesens beginnt mit Morticia und Hannibal Grinchester. Morticia war bei der Geburt ihres einzigen Kindes, Lucy, fast gestorben. Hannibal wollte nie ein Kind und hasst das junge Mädchen, das ihn fast seine Frau gekostet hatte. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Nicht schubsen oder drängeln. Solches Verhalten führt zu sofortigem Hausverbot im Grinchester Mystery Anwesen. Da war gerade ein Schuss. Oh, und da ist eine Selbstschussanlage. Okay. Da ist zwar die Tür aufgegangen, aber geht's... Wow! So viel zur sanften Tour. Aber geht's da hoch? Nein, hier geht's nicht hoch. Hier geht's nicht weiter. Tafel? Aktivieren? Morticia Grinchester hat den Bau dieser Treppe ins Nichts angeordnet, um die bösen Geister zu verwirren, die von ihrer Tochter Lucy Besitz ergriffen haben. Okay. Wir können also uns auch Dinge durchlesen. Oh, guck mal hier, cool. Da kann man eventuell runter. Hier kann man auch wohin. Tafel. Im gesamten Anwesen gibt es derartige Türen, hinter denen sich Wände befinden, um die Geister zu verwirren, die Besitz von Lucy ergriffen haben, der Tochter der Grinchesters. Buh! Alles klar.
Hier unten auch? Wo geht's hier hin? Wow, ja, okay. Ich glaube, ich soll da lang. Irgendwas ist da oben, irgendein Gegner. Ich glaube, ich soll da oben lang. Wong Rei. Ich glaube, ich soll da oben lang. Und nicht woanders, weil sonst kriege ich offensichtlich Ärger. Na gut, dann gehen wir durch diese Tür. Aber erst mache ich das hier. Als Kind war Lucy sehr schwierig. Nicht zuletzt, weil ihre Eltern schon älter waren. In diesem Raum las ja ihre Mutter Geschichten von Shelley und King vor. Und sie erzählte ihr von den Borgias. Da Lucy keine wirklichen Freunde hatte, fing sie kleine Tiere, um mit ihnen zu spielen. Ihre Häute wurden später unter den Möbeln gefunden, von Lucy dort festgenagelt. Gästen ist es nicht gestattet, Gegenstände als Souvenirs mitzunehmen. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Ich nehme immer ein Souvenir mit, ja? Das ist ja cool. Okay, hier ist wieder eine Tafel, glaube ich. Ja, ist sie das? Ich weiß es nicht, egal. Porträt von... Okay. Jetzt weiß ich, wer es ist. Porträt von Morticia Grandchester. Mehrere Fotos deuten darauf hin, dass der Künstler sich einiges an Freiheiten genommen hat, um sie jünger und attraktiver wirken zu lassen. Aha. Ich höre da was. Da gibt's, glaube ich, gleich Ärger. Morticia war schon bald überzeugt davon, dass ihre Tochter besessen sein musste. Hannibal war sich sicher, dass er ihr das Böse aus dem Leib prügeln könne. Morticia klagte jeden Morgen über geisterhafte Kälte, die sie in diesem Gang überkam. Auf Anraten ihres Mediums überredete sie Hannibal, Kamine einzubauen, um die Geister zu vertreiben. Wir übernehmen keine Haftung für Verletzungen, die beim Versuch entstehen, in einen der Kamine zu klettern. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Schwärm, Leute! Ich will diesen Ort hier durchkämmt haben! Erstmal muss ich jemanden töten, offensichtlich. Komm doch mal hier durch! Hallo? Genau, komm. Da drüben! Auf Sie! Geh durch die Flammen! Ich finde das super. Scheiße! Ich komme gerade erst in Fahrt. Ey, aber hier kann ich jetzt nicht durch. Hier ist noch eine Tafel. In ihrem kurzen Leben war Lucy fasziniert von Feuer. Sie warf gerne Insekten in die Flammen und sah ihnen beim Verbrennen zu. Aber wir sind doch keine Insekten. Hier muss es doch irgendwo was geben, wo man das abschalten kann, oder? Wir kommen da auf jeden Fall sonst nicht durch. Oh, Moment. Sicherung. Da! Deckel des Stromkreisunterbrechers. Hervorragend. Das ist ja cool. Ich höre aber die ganze Zeit trotzdem einen Torrent irgendwo. Okay, jetzt nicht mehr. Ein bisschen Schiss, dass das wieder angeht. Oh, guck mal, den nehme ich mit. Die nehme ich nicht mit. Morticias Medium war sich sicher, dass Lucy zu retten war, wenn nur ihre bösen Geister ausgetrieben würden. Zimmer wie dieses hier sollten dazu dienen, die Geister zu verwirren, sodass sie Lucy nicht so leicht finden würden. Eines Morgens fand Hannibal hier eine erhängte Puppe, die ihm verdächtig ähnlich sah. Es ist verboten, auf das Deckenmobiliar zu steigen. Aber ich will so gern. Sie ins nächste Zimmer. Oh, das ist cool. Ich bin ein bisschen nervös. Es macht irgendwie Spaß. Oh, ich liebe sowas, ne? Also diese Sachen. Es ist total witzig, wie diese Sachen beeindrucken. Also einfach so ein paar Stühle, die an die Decke genagelt sind, oder? Bitte treten Sie vor und geben Sie sich Bereich. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Moment, ich will... Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Ja, ich will erst die Tafel lesen, bitte.
Nach der Einrichtung dieses auf dem Kopf stehenden Zimmers bekamen die Grandchesters keinen Besuch mehr. Die meisten ihrer Freunde aus der High Society gingen ihnen zu diesem Zeitpunkt sowieso schon aus dem Weg. Okay. Hier sind Gegner drin. Scanne nach. Oh. Oh. Zwei Stück? Oh, keine Treffer? Was? Hä, warum? Geh mal rein, genau. Ich hätte sie wirklich mit einer besseren Waffe ausrüsten müssen. Ey, dass hier so viel los ist drin, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, es ist Fallout, ne? Ich treffe den nicht, scheiße. Ah! Ich hab nur noch fünf. Ich hab nur noch fünf für die Waffe. So. Ui! Nachdem Lucy Mäuse in die Suppe geworfen hatte. Lucy hatte ja außerdem erstmals versucht, ihre Eltern zu töten. Mit vergiftetem Nachtisch. Penny Bell war danach auf einen Gehstock angewiesen. Lucy lernte schnell, außerhalb der Reichweite des Stocks zu bleiben. Wir möchten Sie darum bitten, die Küchenlöffel nicht als Schwerter zu benutzen, um sich damit zu duellieren. No. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Na, warum denn nicht? Wo sind denn die Löffel? Da sind Löffel. Willst du den Müll etwa mitschleppen? Ja, als Erinnerung. Ich möchte mich damit duellieren. Eiskühler. Ah, guck mal. Was haben wir hier sonst noch? Haben wir hier irgendwo Hundefutter? Das wäre total nice jetzt noch. Ich höre da oben einen Turrent. Ja, ich mach mal. Nimm mal die hier. Ja, den nehmen wir auch mit. Ach, guck mal da. So nicht. Was? Ich habe einen Käfer gehört. Wo geht's hier hin? Was wollte sie sagen? Auf. Wollte ich nur sagen. Na dann komm. Hey. Na klar. Guck dir das an. Upsa. Ich wollte. Ich habe keine Haarklammern mehr. Hast du welche? Ja, ich habe voll viele, aber die dir jetzt zu geben, ist mir zu umständlich. Komm, wir haben's schon fast. Ah! Es macht Spaß hier, es ist voll cool. Ach, come on, bitte. Bitte! Ach, Mann, ich hab's doch fast gehabt. Gott sei Dank. Ja. Kate hat das gefallen. Das ist gut. Wo geht's denn hier hin? Ih, guck mal. Es ist Rost nur, ne? Es ist kein Blut. Okay, oder ist das Blut? Wo sind wir hier? Fieberglas. Truhe entsperren. Also wir sind im Keller irgendwo, geschafft. Aber geflickte... Ach, guck mal, nochmal Kleber. Boah, wir kriegen ordentlich Kleber hier. Bonbonflasche. Ach komm, wir gönnen uns das mal. Und ein Stück Seife. Und noch mehr Farbe. Na gut, komm. Terpentin. Warum nicht? Ah, ich muss hier alles entsperren. Hoffentlich ist hier was Feines hinter. Ach komm, das... Genau. Das wär's. Oh! Warte, hörst du das? Ja, ich sehe das. Boom! Okay. Ein Haufen Leichen. Okay. Aber sonst nichts weiter, ne? Nicht mal eine Aluminiumdose. Nur eine Blechdose. Okay, ich möchte hier weg. Das ist, Haben wir zwar schon 25 Mal, aber ja, gut. Warum nicht? Danke dafür, Spiel. War hier noch was drin? Nee, da hatte ich ja den Kleber rausgeholt, ne? Das hatte ich gelootet, ne? Alles klar. Oh, ja. Okay. Boom. 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 Boom, boom, boom. Boom. Gunner, ich hasse diese Typen. Wo ist sie? Ich hasse die Typen auch. Wo auch immer du bist, Kate. Wir haben für den Problemlöser... Ach, wir haben wirklich gar nichts mehr für den Problemlöser. Scheiße.
Na gut. Achten Sie im Salon auch auf die Treppe, die ins Nirgendwo führt. Ein weiterer Versuch Mortishas, die bösen Geister zu verwirren, die von ihrer Tochter Besitz ergriffen hatten. Es ist nicht gestattet, kleine Kinder über das Geländer zu halten. Okay, war nur die Waffe, ne? Ich dachte vielleicht, oh, guck mal, wie schön die ist. Ich dachte, es kommen vielleicht auch noch Bomben von oben. Ja gut, die Tür, die haben wir ja eben, also hier das, diese Treppe, die haben wir ja eben gesehen. Das ist wahrscheinlich, hier kommt man wahrscheinlich nicht weiter, ne? Jo. Ist hier irgendwo eine Tafel? Moment, hatten wir da unten eine Tafel? Haben wir die gelesen? Nee, ne? Da ist die Tafel, die haben wir nicht gelesen. Moment. Das Personal der Grandchesters, besonders die Köche, wechselte häufig, als Lucy alt genug war, um durch das Anwesen zu streifen. Die am längsten angestellte Köchin war Granny Ratchet. Sie kam, die Mann einem Gefängnis abgeworben hatte. Sie kündigte nach 5 Monaten mit der Begründung, Lucy wäre ein Satansbraten. Okay. Haben wir doch, jetzt haben wir es gelesen. Ja, nach den Tafeln Ausschau halten. Ist hier irgendwo eine Tafel? Ja, hier waren ja schon welche, ne? Das ist ja der Eingang. Hier sind wir ja reingekommen. Diese Vasen sind voll schön. Ich kann wieder gleich nichts mehr tragen, wetten. Was liegt da? Zigarettenkiste, okay. Okay, nächster Raum. Madame Scarlotta veranstaltete für Morticia in diesem das Zimmer... Das Schloss lässt sich nicht knacken. Oh, oh. ...um die bösen Geister aus Mortishas Tochter zu treiben. Während der Seancen saß Lucy im Zimmer über diesem und klopfte an die Decke. Madame Scarlotta behauptete, dass das kleine Mädchen einmal versucht hatte, sie die Treppe hinunterzustoßen. Ich muss den mal kurz eben unterbrechen, weil ich glaube, hier geht gleich was hoch. Und, nicht, dass ich jetzt sterbe hier. Da habe ich keinen Bock drauf. Warte mal, da ist einer. Hatte ich den schon? Nein. Ich kann ja mal was probieren. Okay, Gas abschalten. Puh. Kein Grund zur Sorge. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass es keine Geister gibt und dass Seancen nur Betrug sind. Nachdem das Grandchester Mystery Anwesen bei einer Auktion versteigert worden war, fand man hier Trickkerzen. Ach cool. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Ich wollte die Tafel eigentlich noch lesen. Okay, ich lese mal eben die Tafel, das unterbricht ja dann. Als Konservatoren diesen Raum untersuchten, fanden sie eine Reihe verborgener Lautsprecher, Stolperdrähte, Nebelmaschinen und anderer Geräte, die klar darauf ausgelegt waren, Seancen vorzutäuschen. Ja, und Gas, was wahrscheinlich echt wehgetan hätte gleich. Wo ist Kate? Kampfroboter der Aggressotron-Klasse an Eindringling. Aggressotron! Unverzüglich. Hä? Hi, bleib stehen! Mädchen, bleib stehen! Mädchen! Gebiet nicht sicher. Wiederhole, Gebiet nicht. Wo geht sie sicher. Hin? Ich lauf ihr mal nach. Bleib stehen, Mädchen! Mädchen, ich kann nicht mit ihr reden. Ich will wissen, wo die hingeht. Sensoranalyse negativ. Ah, hallo. Gesichert. Okay. Warnung. Anomalie entdeckt. Ich glaube, ich muss erst den Aggressotron ausschalten, bevor ich mit der reden kann. Sie ist auf jeden Fall sie ist auf jeden Fall kein Geist. Wo sind die denn? Ja, Vorsicht. Oh, okay, Aggressotron! Autsch! Da! Vor mir! Aua! Haua! Boah, auf so kleinen Raum gegen den Aggressotron, wie mies ist das denn, ey?
Oh ja. Nein! Boah, fuck. Oh mein Gott. Upsala. Ja toll, die Zeitlupe bringt gerade gar nichts. Ich versuch's nochmal, auch wenn ich vielleicht gleich abhängig bin. Ja. Komm, mach. Boah, Aggressotrons auf... Jetzt sag mir nicht, dass noch einer... Kate? Ach so, der nur. Ja, der ist nicht so schlimm. Der ist immer noch nicht tot. Ja, den, der ist nicht so schlimm. Ich könnte aber trotzdem mal eben, Bleiben Sie stehen! Boom! Boah! Manchmal sind Drogen ganz gut. Bitte zitiert mich nicht! In diesem Zimmer sehen Sie die gesammelten Artefakte aus Lucy Grantchesters kurzem Leben auf dieser Erde. Nachbildungen der Gegenstände sind im Souvenirladen erhältlich. Welches Kind hätte nicht gerne ein Spielzeugausbeinmesser, wie es Lucy benutzt hat, um kleine Tiere zu häuten? Für Erwachsene sind voll funktionsfähige Nachbildungen vorrätig. Wenn Sie sich umgesehen haben, treten Sie bitte ins nächste Zimmer. Entschuldigung? Entschuldigung, ich hätte sowas gerne. Hier ist leider nichts. Schade. Auch keine Zeitschrift oder sowas, ne? Ich will nichts verpassen. Sie, jetzt ist sie da auf einmal. Interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt so normal war oder irgendwie falsch, dass wir sie eben sehen konnten, also woanders hinlaufen sehen konnten, aber naja, ist ja nicht so schlimm. Ich wollte halt direkt hinterher. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts, ey. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwas ist. Hier ist auf jeden Fall... Aua, aua. Aber das haben wir nicht abgekriegt, sondern der Aggressotron wahrscheinlich eben. Hier geht's nirgendwo hin. Na gut. Hier sind ein paar Granaten in der Luft. Uiuiui, wo ist denn die Falle dazu? Wo ist die Falle dazu? Ich sehe sie nicht. Nachdem Hannibal in einen Nagel getreten war, der seltsamerweise in seinem Schuh steckte, ging er in Lucys Zimmer, um sie zu bestrafen. Wir werden nie genau erfahren, was passiert ist. Aber er wurde mit einer Schere im Auge gefunden, die bis in sein Gehirn vorgedrungen war. Ach du Scheiße. Lucy behauptete, sie hätte die Schere in die Hand genommen, um sich zu schützen, weil ihr Vater ihr mit dem Gehstock gedroht hatte. Sie sagte aus, er sei gestolpert und in die Schere gefallen. Als sie gefragt wurde, wieso seine Finger abgeschnitten waren, antwortete Lucy, er sollte den Gehstock nicht mehr halten können. Lucys Mutter wurde tot im Schlafzimmer der Eltern gefunden, mit einer Stoffpuppe im Mund. An ihren Handgelenken waren Verbrennungen durch ein Seil zu erkennen, aber es wurde nie ein Seil gefunden. Lucy behauptete steif und fest, dass die Puppe die Tat begangen habe, weil Morticia ihr keinen Gute-Nacht-Kuss geben wollte. Lucy wurde in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. An ihrem 18. Geburtstag konnte sie aus der Einrichtung fliehen. 9 Tage später wurde sie erhängt auf dem Dachboden gefunden. Sie hatte offenbar Selbstmord begangen. Bitte treten Sie ins nächste Zimmer. Okay. Bevor ich das jetzt... Bevor ich das jetzt hier mache, gab es hier noch eine Tafel zum Lesen? Nein, keine Tafel, aber etwas anderes. Ein Wandsafe. Gut, dass ich mal zurückgehe. Gegangen bin. Jetzt. Gerade. Ihr wisst schon. Ja, ist ganz cool. Das brauche ich aber nicht. Muss mich mal locker machen. Nein.
Wer ist denn da? Hier ist aber... Sonst ist hier aber keine Tafel, ne? Weil das ist ja nur der Souvenirshop, oder? Ich sehe auf jeden Fall keine. Wäre schade, wenn ich die übersehe und nicht lese, aber gut. Nächste Tafel. Ich versuche jetzt das eben zu lesen. Okay, ich kann das nicht lesen. Legen wir los. Ich muss den erst killen. Schade. Sanctuary, ja? Was? Alter, warum ist der denn so stark, bitte? Runter! Schätze, du wirst nicht einfach weglaufen, oder? Liegt es an mir? Oder ist das einfach zu leicht? Ich finde den gar nicht so leicht, ey. Guck mal, wie stark der ist. Alter Falter, ey. Wo ist er? Boah, warum ist der denn so stark, Leute? Oi, 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 oi. Der heilt sich, der Arsch. Der heilt sich, ey. Deswegen. Hat er wahrscheinlich eben auch gemacht. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Einen habe ich noch. WTF? WTF? Ein Bein! Wie viele Schuss habe ich noch übrig? Scheiße! Ist gebrochen! Ach, fick! Mach langsam auf den Spaß! Boah! Was zur Hölle? Der war ja stark! Düm, düm, düm! Okay, jetzt lese ich eben erst die Tafel, bevor ich weitergehe. Nach den grauenhaften Morden an Lucys Eltern beschlagnahmte die Polizei Dutzende Objekte aus diesem Raum, darunter verschiedene Messer, behelfsmäßige Waffen, Tierknochen und giftige Substanzen. Am seltsamsten war ein in einer Art Code verfasstes Tagebuch, das nie entziffert werden konnte. Leider liegen diese Gegenstände bis zum heutigen Tage in den Asservatenschränken der Polizei. Aha. Können wir die holen, eventuell? Wer bist du denn gewesen, ey? Setcheria? Keine Ahnung. Schlüssel zum Granchester-Anwesen. Hast du was Brauchbares gefunden? Ich weiß noch nicht. Das ist auf jeden Fall ein Gunner, quasi. Und da ist ein Terminal. Was ist das? Pullover und Hose? Oh, Nuka-Punsch-Rezept. Bingo. Bingo. Ein bisschen hiervon. Als Kissen anscheinend ein Redaway. Auch nicht schlecht. Er ist alles durch die Gegend geflogen hier, weil ich jetzt eben ein bisschen mehr Krach gemacht habe. Auch musste. Der war nämlich sehr, sehr stark. Was ist da noch? Vakuumröhre. Ja, warum nicht? Boah, okay, Granchester Terminal. Mal sehen, was hier so drin steht. Besucherführungsführersteuerung. Verbindung zum Touristenführer fehlgeschlagen. Sofortige Systemüberprüfung erforderlich. Okay, Eintrag 1 von diesem Typen. Du verdammtes Terminal, bist zu gar nichts gut. Wird hier überhaupt aufgezeichnet, was ich tippe? So ein Müll. Hab niemanden sonst zum Reden, dann red ich wohl mit diesem dummen Terminal. Hier ist es ganz schön einsam, aber das bin ich gewohnt. Wenigstens komme ich über die Runden und bin frei. Okay, Eintrag 2. Ich bin froh, dass ich diesen verfluchten Gunnern am Autobahnkreuz Mass Pike den Rücken gekehrt habe. Aha. Ich hatte von Winlocks und Barneys Befehlen die Nase gestrichen voll. Die beiden hielten sich für die Größten. Hoffentlich haben sie inzwischen ins Gras gebissen. Ins Gas. Das Granchester ist absolut perfekt. Ich habe ein paar meiner Spielsachen mitgenommen und werde den Laden ein wenig tödlicher machen. Spukhaus? Verarschen kann ich mich selber. Der Schuppen ist der letzte Witz.
Na gut, Eintrag 3. Das hier erweist sich immer mehr als verdammt gute Falle. Ich brauche nur ein paar Tickets dieses bescheuerten Ticketkontrolleurs rumliegen zu lassen und schon stöbern sie hier wie die Ratten nach etwas Brauchbarem. Ich habe bereits einen einfältigen Minuteman ausgeplündert, der hier rumgeschnüffelt hat, und eine Familie, die nach Westen unterwegs war. Der Minuteman hatte einige nützliche Sachen bei sich, aber die Familie nichts als ein paar Lebensmittel und eine Handvoll Kronkorken. Wer zum Teufel läuft ohne Waffen und Munition durchs Ödland? Schwachköpfe. Oh. 4. Habe noch ein paar Fallen hinzugefügt und die Bots angepasst. Die letzte Gruppe Ödländer hat mich fast erwischt. Die hatten aber nette Sachen dabei. Konnte mich endlich mit diesen Nuka World Raidern einigen und ihnen meinen Kram verkaufen. Mir gingen langsam die Lebensmittel und das Wasser aus. Knarren kann man halt nicht essen. Ja, weißt du? Und eben noch drüber aufgeregt, dass die Familie nur Essen dabei hatte und Kronkorken. Naja, einer dieser gottverdammten Bots ist immer noch defekt. Ich kann den Fehler einfach nicht finden. Ständig muss er lachen oder was ähnliches Schwachsinniges machen. Musste Aggressotron sein. Das Ding hört sich an wie ein kleines Mädchen. Wird ewig dauern, diesen Schrotthaufen wieder hinzukriegen. Aha! Kleines Mädchen? Moment, da war nicht mehr, ne? Ich gehe mal schon raus. Nee, okay. Ist das ein Bot, das Mädchen, dieses Mädchen, dem wir hinterhergelaufen sind? Das wäre ja krass. Okay, da ist Exit. Hier geht's irgendwo hin. Wo wir noch nicht wissen, wohin. Erst wenn wir das hier entsperrt kriegen. Meisterschloss auch noch. Uäh. Okay. Doch nicht so meisterlich. Wie schön. Da oben qualmt's. Warum qualmt es hier so? Ach, das ist der bestimmte Turrent da drunter, ne? Okay, was ist das denn hier für ein geiler Ort? Warten Sie, ich möchte mal eben schauen. Da geht's wahrscheinlich nur raus bei Exit, ne? Da geht's bestimmt Nuka World oder so. Ja, Nuka World, okay. Machen wir nicht. Wir haben zwar den Schlüssel, wie ihr gesehen habt, aber das machen wir natürlich nicht. Wir laufen dem Mädchen hinterher. Da ist der Aggressotron, okay. Oh, yay! Scarf, ja. Ausgabe 4 plus 5% Sprengstoffschaden. Nice! Na gut, der ist hinüber. Aluminiumdose! Ist hier sonst noch irgendwas? Baumwollgarn. Schön hier. Oh. Hey, also hier könnte man einiges looten, wenn man wollen würde. Zum Beispiel hier so ein Giddy Yap Buttercup Ding. Vieh. Ach, guck mal, so eine provisorische Batterie. Die sind zwar scheiß schwer, aber die kann man gut nutzen. Das ist guter Loot. Guter Loot, guter Loot. Okay. Kate! Hey, was gibt's? Ich muss dir leider ein bisschen Kram geben. Ich trage auch Blödsinn mit mir rum, ganz ehrlich. Wieder so viel Blödsinn. Nimm mal alles mit. Nimm mal alles an dich ran. Okay. So, und dann lasse ich mal eben die Waffe fallen. Die brauche ich nämlich gar nicht. Schrauben. Hier ein nettes Versteck, ey. Aber gut, wenn er so viel gebaut hat und alles, dann braucht er ja ein bisschen Kram, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts mehr übersehen, aber gut, da war ja schon diese Scarf-Ausgabe. Ich denke mal, was wirklich krass Wichtigeres gibt's jetzt hier nicht mehr. Vielleicht ein bisschen Gold? Haha! Ja, aber sonst ist, glaube ich, okay. Oh, was nehme ich denn so Mist mit? Egal. Da ist noch ein bisschen Kleber. Klebeband. Okay, ich glaube, das war's, ne? Na gut. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen krassen Loot übersehen. Wenn das so ist, dann ist das halt so. Okay.
die Musik, ey. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht und schockiert zugleich. Ich will mit diesem Mädchen reden. Aber ich finde die doch jetzt auf keinen Fall wieder, oder? Krass. Okay. Ich denke mal, dass wir nicht mit der reden können. Das ging ja eben auch schon nicht. Ich denke, wir müssen hier raus. Also, es geht hier raus. Mehr gibt's nicht zu tun, glaube ich. Abgefahren. Ist ja cool. Ich mag's. Ja, nice, ey. Das hat Spaß gemacht. Genau das Richtige für Halloween. Und hier gibt's auch nichts mehr, ne? Nee. Ich würde am liebsten jetzt nochmal reingehen und eben nachgucken. Soll ich das mal eben machen? Na, guck mal. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber... Oh, Kronkorken. Guck mal einer an. Kann ich nochmal reingehen? Tatsache. Ja, aber die läuft nicht mehr rum. Schade. Aber cool. Haha. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön. Echt cool, vor allem mit so einem Endboss dann auch quasi. Alles klar, Leute. Ja, dann. Es ist abends an Halloween. Wir machen hier dann weiter nächste Folge. Es gibt noch ein bisschen was zu tun hier in Nuka World. Ich möchte nur noch zwei, drei Sachen abschließen. Eine Sache müssen wir nämlich noch untersuchen, die auch jetzt erst durch den Strom ersichtlich ist. Ich hoffe, euch hat die quasi Halloween-Folge gefallen oder euch gefällt es, dass ich extra gewartet habe, dass wir das an Halloween hier untersuchen, das Grandchester Mystery Anwesen. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.